Moin Moin und hallo und willkommen hier zum dritten Teil von The Unfinished Swarm. Wir sind in einem neuen Gebiet angekommen, die Leere Stadt genannt wird. Und ja, der Schwan hat uns hierher geführt, beziehungsweise wir sind einfach mit unserem Heißluftballon abgestürzt und müssen jetzt einen Weg aus der Stadt herausfinden. Hier gibt es zwar eventuell einen netten Riesen, der uns helfen könnte, aber der hat anscheinend gerade Mittagspause und schläft. Deswegen müssen wir uns anderweitig behelfen und versuchen, zu einem Luftschiff zu kommen. Ja, und wir sind hier in der Kanalisation stehen geblieben. Und hier ist eine Tür, durch die wir entfleuchen können. Und mir gefällt es immer noch nicht, dass ich keine Tintenbälle mehr. Es ist nämlich ein wenig, Oh, Leiter. Kann man hier... Ah, sehr schön. Das ist der... rosa Ballon, den man hier durch das Tor sehen konnte und wo ich nicht rankam. 1 von 28. Da habe ich hier was zu sammeln. So. Das führt jetzt da hin. Ich will mal gucken, da war glaube ich noch ein zweiter Gang, wenn ich das richtig gesehen habe. Wo lang? Hallo? Warte. Genau, da lang. Achso, ja gut, hier geht's gar nicht lang. Dann hätte ich mir das auch sparen können. Gut. Na, hängst du da fest oder was? So. Jetzt kannst du frei fliegen. Für freie Balance. So, da kann man mal den ganzen Riesen seiner Pracht sehen. Der aber leider schläft. Tja. Und... oh, drüben ist ein M. Mein Gott. Kann ich da... Manchmal wunderte sich der Riese, wo all die Leute geblieben waren, aber eigentlich hatte er mehr Angst davor, dass sie ihn um Hilfe beim Aufräumen oder Feuerlöschen bitten würden. Und daher war der faulste Riese, der je gelebt hatte, auch gleichzeitig der glücklichste. Okay, gut. Ein Riese, der niemandem helfen will, sondern lieber schlafen möchte. Warum auch nicht? Ich kann ihn irgendwie verstehen. So, hier ist wieder so eine Apparatur. Ich schätze mal, damit kann man das Schleusentor da aufmachen. Dann können wir diesen Bereich da fluten. Ah, schön, 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 schön. Ah, da hebt sich das Boot. Da können wir rüber. Okay, geil. Tiere, die man hier sieht. Okay. Da hat jemand einen Kran gebaut. Und hier geht's anscheinend nicht weiter. Und oben sehe ich schon drei Ballons. Ich sag mal, ich will sie eigentlich nicht einsammeln, aber trotzdem jage ich ihnen nach, wie nichts Gutes. Teil 2. Gerüste. Das klingt doch nach einer Jump'n'Run-Anlage. So,
Das mit der Leiter brauche ich gar nicht versuchen. Die ist kaputt. Aber hier ist ein... Da kann man hoch. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht irgendwie die Buchstaben übersehe, was sehr leicht passieren kann. Ich glaube auch den Buchstaben H da an der Wand mit der Geschichte mit dem Riesen, den habe ich glaube ich beim ersten Durchspielen auch nicht gesehen. Das heißt, man muss schon ein bisschen aufpassen, wenn man hier die komplette Geschichte miterleben will. Na komm. Ja, muss schön aufpassen. Hier an die Leiter anspringen. Na, ah, ist zu kurz. Nee. Nochmal hoch. Ah. Und wieder würde ich gerne rennen können. Das würde alles viel einfacher machen. Beziehungsweise muss ich überhaupt da reinspringen? Ja, wahrscheinlich. Oder? Kann ich hier... Ich musste. Noch ein Versuch. Ja, los, Monroe. Nein. Ach Gott, verdammte Axt. Was ist denn hier los? Das geht ja gar nicht. Und dritter Versuch. Ist ja fast schon peinlich, dass ich diesen kleinen Sprung nicht schaffe. Ja, endlich, Gott. Dreimal ist mir immer recht. Wie man hier so schön sagt. Na. Dixie Klo für König und Königinnen. Arbeiter. Und wir sind auf den Gerüsten. Die uns nirgendwo. Kann ich da hoch? Oder? Weiß ich nicht. Hier ist schon wieder so eine Leiter. Ich gehe über die... Ja, kann man auch. Vier Multiple Choice Weg. Das ist Schwan. Er schläft. Und da ist er weg. Der verschwindet durch die Tür. Ja. Komisch, dass da der Schwan ist und hier sind die Fußspuren. So, ich kann jetzt wahrscheinlich den Turm drehen. Aber nicht in die Richtung. Oh, was für ein Krampf. Das Luftschiff, zu dem wir wollen. Und ich hoffe mal, dass das jetzt hier so richtig ist. Wissen tue ich es nicht. Hm, kann ich jetzt überspringen? Nein, ich kann wieder leider hoch. Gibt's ja nochmal? Ja, gibt's nochmal. So einen gelben Ballon. Zack. Da drüben gibt es nichts Interessantes. Ja, Monroe, bester Springer der Welt. Jetzt hier nochmal gucken. Okay, vielleicht hoch. Grüner Ballon. Wie süß, die Bälle prallen von den von diesen Markisen ab.
So zwei nichts, nein. Ah. Einmal auf den Turm rum. So. Ah ja, genau. Jetzt sind wir hier auf den Kisten und können nochmal drehen. Hier rüber. Durch das Tor. Aber da geht's auch irgendwie weiter. Oder so. Ach nee, gut. Man kann ja einfach so rüber. So, zur Balance. Und hier noch mehr Gerüste. Hat wahrscheinlich der König benutzt, um hier, was weiß ich, Schatz zu malen oder so. Was ein König halt immer so macht. So, ich weiß nicht, ich kann jetzt hier lang. Ich kann auch irgendwie auch da hin. Oder kann ich hier doch nicht. Doch, hier ist eine Treppe und da hinten ist eine Treppe. Ist ein Garten. Da unten ist wieder ein Fernglas. Hier runter. Oh, grün. Bäume. Oder ein Baum. Ich nehme mal was anderes. So. Ich nehme mal. Hier kann man durch das. Ja. Durch das Tor. Ja. Da geht's weiter runter. Ich will mal hier zu dem Fernglas. Da oben ist der Schwarm. Okay, da müssen wir hin. War so nur der Plan, dass wir dann zu diesem Luftschiff irgendwie hinkommen müssen. Ich weiß schon, wo ich lang muss. Das Spiel ist nicht ohne Grundlinie aufgebaut. Aber ich merke schon selber, dass ich eigentlich gar nicht mehr so viel von dem Spiel weiß. Ich weiß zwar noch, wie es ausgeht und alles. Aber so die Feinheiten, jetzt so mit dem Ablauf, bin ich gar nicht mehr so vertraut. Ich wusste auch nicht mehr, dass hier jetzt solche Gerüste kommen werden, auf die man jetzt hier rumspringen musste. Und hier ist ein neuer Abschnitt. Denke ich mal. Oder so. Da ist ein undurchdringliches Tor. Da ist ein undurchdringlicher Zaun. Da sind drei Ballons noch. Jetzt da geschickte Art und ja, geschickte Art und Weise das Tor geöffnet. Umso mehr Müll sammelte sich auf den Straßen. Vor Wut malte der König einen Kanal über die Straßen, der den Müll wegspülte. Und auch ein paar langsamere Kinder. Aber mit dem Wasser kam noch etwas anderes. Ranken, die die ganze Stadt überwucherten. Das finde ich gut. Malte irgendwelche Kanäle zur Mülltransportierung und schwemmt damit gleich mal ein paar Kinder weg. Grunde
Eigentlich ist dieser König gar nicht mal so gütig. Er ist mehr so, dass er sich mit der ganzen Situation irgendwie arrangieren muss. Er ist halt ein König und er hat ein Land und ein König braucht halt ein Volk, sonst wäre er kein König. Beziehungsweise sonst hat er nichts zum Regieren. Und irgendwie ist er eigentlich total überfordert mit der ganzen Situation. Wie jetzt hier schadet er den Leuten meistens mehr, als er ihnen hilft. Okay, geh ja trotzdem mal hier jetzt in diese Finsternis rein. So, hast du wieder Fledermäuse dran, oder? Bestimmt. Hallo, Augen. Läuft gerade ein bisschen so ein Schauer über den Rücken. Rote Augen. Okay, was macht das hier? Ah, es lässt Wasser rein. Neues Leistung. Der Schwan ist auch wieder aufgewacht. Also dann jetzt sitzt er da oben. Wachstum. Monroe bringt Wachstum. Er ist zwar nicht Bürgermeister Biene, aber er bringt Wachstum. Bürgermeister Monroe bringt Wachstum und Wohlstand. Hier war, ja, da war die Tür. So, was haben wir da jetzt noch? Hier sind irgendwelche Ranken. Okay. Aber das bringt mir jetzt erstmal herzlich wenig. Wo geht's? Die Spuren sind da, aber es fehlt irgendwie noch ein Anhaltspunkt. Hier ist Wasser. Und der Schwan nervt ein bisschen. Da komme ich auch nirgendwo. Ach, wahrscheinlich. Na ja, klar, ich habe jetzt Wasserbälle. Ja, genau, so war das. Richtig, man kann jetzt mit den Wasserbällen die Ranken so ein bisschen lenken. Und die jetzt überall rumwachsen lassen. Und dann kann ich eigentlich... Ja, dann kann ich da gleich hochklettern, wenn die erstmal genug gewachsen sind. Ja, ich glaube, ich probiere mal dieses Zeitanhalten aus. Das kann ganz witzig werden. Watsch! Cool. Es war doch keine so dumme Idee, das zu kaufen. Nein, ist ein Spielzeug und warum nicht benutzen? Und hier ist ein grüner Ballon. Meins. Schön, 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 schön. Ich herrsche über ein grünes Reich und kann Pflanzen nach Belieben manipulieren. Nennt mich Plant Man. Plant Man. Ich erzeuge Pflanzen und kann an ihnen hochklettern. Das ist meine Superkraft. Fürchtet mich. Kann ich die da... Ne, die wachsen nicht über diese Risse, ne? Ne. Okay. Passiert irgendwas, wenn ich die da wachsen lasse? Ist wieder so ein Riss, aber... Ach, da kann ich rum. Ne, irgendwie passiert da nicht viel, wenn ich die da wachsen lassen will. Und hier fehlt ein Krug. Symmetrie! Gut, lassen wir sie mal da die... Das Gitter hochwachsen, das Rankengitter, machen wir dem Namen alle Ehre. Es soll ja nicht ganz umsonst da stehen. Zeitraffer, nochmal. Okay, das hier ist nicht ganz so geplant. Ich wollte eigentlich, dass hier so eine Reihe, na egal. Und da gehen wir hoch. Der Schwan verpieselt sich natürlich. Und ja, ein neuer Abschnitt. Okay. Ein Ballon und ich komm nicht. Komm schon! Mensch, ich will da ran! Ja. Dann halten wir den ran. Kann ich doch bestimmt gleich dann hochsteigen, oder? Ne, ne, ne. Ja, hakelige Steuerung. So. Aber wahrscheinlich kann ich jetzt hier nicht durchschießen. Na klar, natürlich nicht. Oder? Ne. Mist. Okay, 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 okay. Und dann halt außen rum. Hoch? Kann ich hier? Kann ich hier hoch? Kann ich? Ja, kann ich? Gut. Wusstest du, was mein? Ja, sehr schön.
Sehr schön. Und hoch. Nein, ich will wieder hoch. Ich will mich da oben drauf stellen. So, schön. Dann sind wir hier beim ganz neuen Gebiet. Gebietsabschnitt. Und ich würde sagen, ich beende einfach mal den Part hier. Und dann machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Tschüdelö!